Wie hat dir die waghalsige Rettung in letzter Sekunde gefallen? Willst du ein Kompliment hören, Tony? Wir treffen uns auf dem Kommandodeck. Wir haben ein kleines Zeitfenster für den nächsten Schritt, solange AIM sich erholt. Ja, ja, Höflichkeiten später. Verstanden. Hallo, meine Lieben. Habt ihr mich vermisst? Es ist Jahre her. Ich werde dich einfach nicht los, was? Also gut, dann mal zurück aufs Kommandodeck. Jawohl, Kommandant. Okay, Tony. Wir müssen der Welt zeigen, was AIM vorhat. Und ich habe die perfekte Gelegenheit dazu. Das AIM-Erlebnis in Manhattan. Die Vorstellung von Tarltons neuen Adaptoids. Alle Networks werden da sein. Ich denke, das wäre der perfekte Ort, dass ein paar Dutzend Inhumans plötzlich wieder auftauchen. Wir müssen aber vorsichtig sein. AIM wird die Wahrheit begraben und lieber alle Gefangenen töten, als aufzufliegen. Wir brauchen die Position des Labors, um es abzuriegeln. Ein Glück, dass du Tarltons Stellvertreterin geschnappt hast. Wenn jemand sie zum Reden bringt, dann Bruce. Er hat sich bereits freiwillig gemeldet. Nicht schlecht, Tony. Dann runter zum Verhörraum. Ich sage Bruce Bescheid, dass es losgeht. Miss Romanoff, Dr. Pym möchte möglichst bald am Einsatztisch mit Ihnen sprechen. Du hast ein paar alte Freunde aufgelesen. Oh, du meinst die Leute von S.H.I.E.L.D.? Ja. Maria bringt ihre Band wieder zusammen. Grüße vom Ameisenhügel. Natascha, danke für deine Hilfe im Gefängnis von AIM. Und für alles, was du als Tiny Dancer getan hast. Ich hatte mich schon gefragt, wer unser Schutzengel war. Jederzeit, Hank. Manchmal muss man sich eben die Hände schmutzig machen. Stimmt. Und wie habt ihr die Chimera online und in die Luft gebracht? Ganz ohne Terrigen? Die Chimera hat die gleichen Standardtriebwerke wie ältere Helicarrier. Sie ist praktisch ein Hybridauto. Nur viel cooler. Das hier ist doch nicht bloß ein Dankesanruf, oder, Doktor? Schuldig im Sinne der Anklage. Wir haben deine Daten aus dem Gefängnis analysiert. AIM konnte die meisten Inhumans erfolgreich verlegen. Ich habe das Schiff verfolgt, aber jemand muss sich darum kümmern. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht. Danke. Missionsdaten wurden auf euren Einsatztisch hochgeladen. Pym Ende. Miss Romanoff, willkommen zurück auf der Chimera. Ich habe Infos über die potenziellen AIM-Überläufer, die Sie mir in Ihrer Zeit als Tiny Dancer gemeldet haben. Ich habe eine Position auf dem Einsatztisch markiert, die Sie interessieren dürfte. Danke, Jarvis. Es ist schön, dass du wieder die Missionsdetails für mich verwaltest.
Wie in alten Zeiten, so heißt es doch. Gruppe 3, wie ist Ihr Status? Verstanden. Daten dem Einsatztisch hinzugefügt. Wir schicken so schnell wie möglich Hilfe. Genießt du die Aussicht? Nicht genug, um mich von dem abzulenken, was mich unten erwartet. Aber ich bin bereit. Ich muss es wohl sein. Okay, ich bereite jetzt den Verhörraum für dich vor. Wenn du reden willst, benutz den Funk. Danke, Ned. Ich muss nur über einige Dinge nachdenken. Gut, aber denk nicht zu viel nach. Oh hey, Ned. Roy hat ja alle erforderlichen Energiekerne zur Chimera gebracht und ich dachte mir, er könnte bleiben und euch bei der Ausstattung helfen. Wir können einen anderen Aimbot umbauen, der seinen Platz hier im Ameisenhügel einnimmt. Wie läuft's mit der Entschlüsselung? Wir brauchen sie so schnell wie möglich. Hey, Ned, ich werde gleich mit Monika reden. Sie wird versuchen, dich zu manipulieren. Das weißt du, oder? Ich kenne Monika gut. Nein, tust du nicht. Es gibt 1000 Monikas. Sie wechselt sie wie Masken, wenn sie muss. Ja. Hör mal, ich sage nur, wenn du mit Erwartungen reingehst, wird sie dich überrumpeln. Soundcheck. 1, 2, 3. Sind wir drauf? Okay? Okay. Moment. Aufregung liegt über New Jersey und dem Heroes Park, während der Countdown bis zum AIM-Erlebnis läuft. Geschäftsführer Dr. George Tarleton hat eine revolutionäre Ankündigung versprochen. Das Unternehmen wird seine neuesten Technologien vorstellen, einschließlich seiner topmodernen Adaptoid-KI. Auch nach 5 Jahren gibt AIM Vollgas. Als jemand, der über das Zeitalter der Helden mit seinen Hoffnungen und Erwartungen berichtet hat, muss ich anmerken, dass das Gefühl heute ähnlich ist. Nur noch inspirierender, weil hier gewöhnlicher menschlicher Einfallsreichtum die technologische Renaissance einläutet, die unser Leben verändert. Du schaffst das schon. Ich versuch's. Es ist schwer, sich nicht hilflos zu fühlen. Wir müssen AIM heimzahlen, was sie getan haben. Das werden wir. Versprochen. Gut. Ich bin kampfbereit. Sag nur wann. Agent Romanoff? Wie geht es Ihnen? Sie erholen sich. Sie haben viel durchgemacht. Danke, dass Sie sie gefunden haben. Sagen Sie mir, wenn Sie was brauchen. Du siehst aus, als würdest du dich erholen. Das Gefängnis hat mich viel Substanz gekostet, aber bald kann ich wieder kämpfen. Neuer Look gefällig? Ich kann helfen. Betrachten Sie mich als zweiten Wandschrank. Nicht Wahnsinn? Das lohnt sich.